Seit mehr als 10 Jahren baut Tosch die Fokus-Baureihe, die sich über die Jahre hinweg an verschiedene Anforderungen und Kundenwünsche weiterentwickelt hat. Durch die große Bandbreite an Ausstattungsmöglichkeiten ist die Fokus-Baureihe an verschiedenste Bedingungen und Bodenarten anpassbar. Die Haupteigenschaft der Fokus-Familie beinhaltet die tiefe Bodenlockerung, präzise Düngerdepotablage und eine exakte Aussaat in nur einem Arbeitsgang. So reduzieren wir Überfahrten, schonen Boden, aber vor allem erhält man wichtige Feuchtigkeit in der Erde. Die Tosch Fokus-Baureihe ist von 4 bis 7 Metern Arbeitsbreite erhältlich. Der Startschuss für die lang ersehnte 3 Meter Variante fällt im Herbst 2020. Die Arbeitsschritte des Fokus sind in verschiedene Zonen unterteilt. Die erste Zone ist die tiefe Bodenbearbeitung mit gezielter Düngerdepotplatzierung unter den Saatreihen. Dies ermöglicht eine optimale Wurzelentwicklung. Hierzu können wir in 1 oder 2 unterschiedliche Bodenschichten Dünger applizieren. Die Räumung von Ernterückständen aus dem Wurzelraum und den Transport von feuchter Erde an die Erdoberfläche oder an den Keimhorizont ermöglichen zusätzlich ideale Bedingungen für das Saatgut. Die zweite Zone ist die Einebnung. Hier gibt es 2 verschiedene Varianten. Wir haben einmal Einebnungsscheiben. Diese können entweder kleine Dämme produzieren oder perfekt einebnen. Diese Variante ist besonders auf leichten Standorten zu empfehlen. Die zweite Variante ist unsere Krümeleinebnung. Diese produziert zusätzlich Feinerde, damit das Saatkorn besonders auf schweren und mittleren Böden bestmöglichen Anschluss an das Kapillarwasser bekommt. Die dritte Zone ist die Rückverfestigung. Der bewährte Hirschreifenpacker mit 12 Lagen für extra lange Lebensdauer sorgt für eine gezielte und tiefgehende Rückverfestigung. Der daraus resultierende Bodenschluss führt zu einer optimalen Saatbettbereitung vor den Säschern. Die hohen Reifen mit 100 cm Durchmesser gewährleisten selbst unter leichtesten Standorten einen optimalen Durchgang und vermeiden das Aufschieben von Material vor dem Reifen. Vierte Zone sind die Säschare. Hier können wir wählen zwischen dem bekannten Turbo-Disc-Säschar der 3. Generation und dem Turbo-Edge-Säschar. Mit dem Doppelscheiben-Säschar Turbo-Disc, dieses eignet sich für kleinere Reihenabstände in Getreide oder bei der Aussaat von Raps nach intensiver Vorarbeit. Mit dem Zinken-Säschar Turbo-Edge, Vorfruchtrückstände aus der Säfurche geräumt und so gelingt uns eine sehr präzise und flache Aussaat von beispielsweise Zwischenfrüchten oder Raps in Stoppelecker. Bei der Mini-Drill-Ausstattung für den Fokus gibt es 2 verschiedene Varianten. Variante 1 ist die Mini-Drill G&F. Hierbei wird die Mini-Drill als zusätzlicher Saatguttank verwendet, beispielsweise bei Raps 400 Liter Saatgut, 5000 Liter Dünger. So kann ich ganz einfach meine Schlagkraft fast verdoppeln, kann Befüllzeiten reduzieren und so wertvolle Säzeit gewinnen. Die zweite Möglichkeit ist die Mini-Drill PPF-Variante. Hierbei wird die Mini-Drill zum Mitführen von beispielsweise Mikrogranulat, Untersaaten oder Schneckenkorn genutzt. Die mögliche dritte Komponente wird über Prallteller zwischen den Säscharen auf das Feld appliziert. Die Möglichkeit, 3 verschiedene Komponenten in 3 verschiedene Sähhorizonte präzise abzulegen, macht den Fokus zur perfekten Zwischenfrucht-Drilltechnik. Über das Zinkenfeld lassen sich beispielsweise Ackerbohnen tief ablegen, über die Säschare können wir auf einen normalen Horizont Wicke drillen und über die Prallteller applizieren wir Gräser oder Klee. Beim Fokus 6 TD gibt es die Möglichkeit, dies mit einem 3-Punkt-Adapter auszustatten. So können wir verschiedene Sähschienen mit Turbo Disc, Turbo Edge Säscher anbauen, die Taro 6 SL oder die Tosch Maestro 8 oder 12 RV, je nachdem, was ich für einen Strichabstand bei meinem Fokus wähle. Verschiedene Strichabstände und die Wahl zwischen der Düngerdepotablage in 1 oder 2 unterschiedliche Bodenschichten machen die Maschine für viele Kulturen einsetzbar. Wenn man nur tief lockern und Dünger ablegen möchte, ohne viel Erde zu bewegen, um Feuchtigkeitsverluste zu reduzieren, empfehlen wir das Tosch ULD-Schar. Wenn man tief lockern und gezielt Dünger ablegen und feuchte Erde in den Keimhorizont transportieren möchte, empfiehlt sich das Tosch LD oder LD Plus Schar, was aufgrund seiner Aufpanzerung für eine hohe Hektarleistung und lange Haltbarkeit bekannt ist.